Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein neues Embellishment-Video von mir. Ja, wie gesagt, ich habe da jetzt einiges gefunden, was ich gerne machen möchte. Und heute würde ich gerne mit euch solche Blümchen machen. Und diese Blümchen, die habe ich vor etlichen Jahren mal in einem YouTube-Video gesehen. Ich habe das Video jetzt gesucht wie eine Vergiftete. Hab's nicht gefunden. Ich vermute, dass es leider gelöscht wurde, aber es war so ein tolles Video. Und jetzt habe ich versucht, ob ich selber noch zusammenbringe. Also ich habe jetzt halt einiges ausprobiert, getestet, bis es wieder so geklappt hat, wie es funktioniert hat. Also was mein Hirn noch an Erinnerung hergegeben hat. Und ja, die würde ich heute gerne mit euch machen. Man kann die gut auf Mixed-Media-Bilder drauf machen oder auf Alben oder was euch sonst noch so einfällt. Gut, dann starten wir mal. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür weiße Kaffeefilter. Dann braucht ihr eine Stanze, eine Blumenstanze. Wichtig ist, dass diese Blumenstanze nur 5 Blätter hat. Ich habe jetzt hier die von Sissix mit der Nummer 657901 und die nennt sich Flowers 3. Die habe ich jetzt hier verwendet. Was ihr dann noch braucht, sind Farben. Ist eigentlich egal, was ihr da nehmt. Ihr könnt zum Beispiel diese Inksprays von faltkarten.com nehmen. Also das ist halt jetzt das, was ich zu Hause habe. Die sind auf Wasserbasis relativ dick. Man könnte sie auch noch in einen Mini-Mister umfüllen und dann noch ein bisschen mit Wasser mischen. Die könnte man jetzt zum Beispiel nehmen. Dann habe ich hier zum Beispiel verwendet meine Farben von Stampin' Up, also diese Nachfüllfläschchen. Oder auch zum Beispiel die Alkohol Inks von Tim Holtz. Könnt ihr da genauso nehmen oder was ihr sonst an Farben zu Hause habt. Dann braucht ihr noch eine Klebepistole. Ich habe hier meinen Glue Pen, eine Pinzette, dann, wie ich gerade schon erwähnt habe, Mini Mister, also diese kleinen Sprühfläschchen, und dann braucht ihr noch einen Heißluftföhn. Ja, und das ist eigentlich alles, was wir so brauchen. Als allererstes kurbelt ihr die Filter mit den Stanzen durch die Big Shot. Der Filter sieht dann so aus und die Blümchen sehen dann so aus. Davon braucht ihr dann immer 8 Stück. Ich lege die mir dann hier auf so ein Küchentuch. 8 Stück. Und dann besprühe ich sie mit Farbe. Ich habe jetzt hier die Farbe Safrangelb gemischt. Das ist eine Pastellfarbe. Ich habe ein bisschen mehr Farbe rein, weil sonst würde das, glaube ich, das Papier nicht annehmen. Und sprühe mir hier die Blumen dann ein damit. Also die Stärke der Farbe könnt ihr euch immer selber mischen, wie ihr das möchtet. So, entweder ist es so, dass ihr das jetzt Luft trocknen lasst, in die Sonne legt oder irgendwas, oder ihr nehmt euren Heißluftföhn und trocknet die Blüten. Wie ihr seht, seht ihr jetzt eine andere Farbe als eben beim Einsprühen. Das liegt daran, dass mir beim Falten der Blüten ein Fehler unterlaufen ist. Ich habe schon mal meine Heißklebepistole heiß gemacht und jetzt zeige ich euch, wie ich diese Blüten gefaltet habe. Ihr faltet die Blüten so, dass ihr quasi dieses eine Teil hier zwischen die anderen zwei falten, also in der Hälfte falten, dass das hier jetzt so übereinander liegt. Aber ihr haltet es hier unten an der Faltkante fest und nur in der Mitte. Dann faltet ihr es nochmal zur Hälfte und dann
noch mal zur Hälfte, aber wie gesagt, immer nur hier unten festhalten. Dann nehmt da eure Heißklebepistole und macht hier einen kleinen Klecks und hier einen kleinen Klecks und legt es dann so zusammen, dass hier ein so Blütenteil entsteht. Ich zeige es euch nochmal. Ihr nehmt die Blüte, faltet sie so zur Hälfte, dann nochmal zur Hälfte und nochmal zur Hälfte. Dann nehmt ihr den Kleber, macht einmal hier Kleber rein und da Kleber rein, drückt es zusammen und dann ist das nächste Teil schon fertig. Und ich zeige es euch nochmal, weil alle guten Dinge sind drei. Ihr nehmt eine so eine Spitze, faltet sie auf die gegenüberliegende Seite, haltet es hier unten fest, dann faltet ihr das nochmal zusammen und nochmal zusammen, nehmt den Kleber, also ich empfehle da wirklich Heißkleber, weil der hält es halt dann sofort und klebt es so zusammen. Ganze insgesamt mit 7 Blüten. Die 8. Blüte bleibt ganz. Auf diese Blüte gebt ihr dann in die Mitte einen Kleckskleber und setzt um diesen Mittelpunkt, also ihr schaut halt, ob das mit dem Außenrand ausgeht, eure Blüten herum, wie rum die jetzt gesetzt werden, mit der Öffnung zu der einen Seite oder zu der anderen Seite, ist egal. Müsst ihr euch auch wieder ein bisschen beeilen, da sonst der Kleber fest wird. Ich brauche hier noch ein bisschen was. So, und dann lasst ihr das fest werden. Schaut, dass es schön sitzt. Dann kann man hier die Fussel noch ein wenig wegmachen. Diese Fäden. Und dann sieht eure Blüte so aus. Sieht schon mal ganz gut aus. Was ich noch vergessen habe zu sagen, was ihr braucht, das sind hier so Glitzersteinchen in verschiedenen Formen, Farben, Größen. Diese Blüte hat jetzt zum Beispiel einen Durchmesser von 5 cm und bei der wäre es schon sinnvoll, wenn so ein Steinchen einen Durchmesser von mindestens 1 cm hat, damit es wirkt. So, mein Kleber ist jetzt fest und jetzt klebe ich mir das Glitzersteinchen in die Mitte. Ich nehme jetzt hier mal eins mit so einer Perle, die finde ich ganz schön. So, dann lasst ihr das wieder auskühlen. Ihr könnt die Blume jetzt so lassen, so ein bisschen aufkruscheln, dass es sich ein wenig aufplustert und schon ist eure Blüte fertig. Einfach, schick, kann man zu allem verwenden. Vintage, Mixed Media. Ich zeige euch jetzt nochmal alle, die ich bis jetzt gemacht habe. Also mir hat es total viel Spaß gemacht. Das wäre hier jetzt Zartrosa von Stampin' Up. Das hier ist jetzt die Farbe Türkis von Stampin' Up. Das war Safrangelb, ne? Das war ja die ich vorhin eingefärbt hatte. Na gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln und freue mich schon, wenn ich euch beim nächsten Video wieder sehe. Ciao!